Das ist Barcelona. Hier ist das Zentrum. Colón, Las Ramblas, Tibidabo, Sagrada Familia, Montjuïc, Parc Güell, die Strände und Camp Nou. Und hier ist Raval. I love it. U-Bahn-Linien, die hier durchfahren, sind die grüne, rote und lila Linien. Die lila Linie oder L2 wird dich in 10 Minuten zur Sagrada Familia bringen. Die rote oder L1 wird dich in 5 Minuten zur Nordstation bringen. Und die grüne oder L3 verbindet zu Plaza de Catalunya, Gracia, Camp Nou und San Station in nur einem Moment. Die U-Bahn-Haltestellen in diesem Gebiet sind Catalunya, Universitat, San Antoni, Liceu, Paralel und Drassanes. Raval, das gotische Viertel, Born und Barceloneta bilden Ciutat Vella, Altstadt, was alles einst Barcelona war. Lass es uns erklären. Barcelona war einst von Mauern umgeben. Die ersten wurden im 1. Jahrhundert vor Christus erbaut, als die Stadt eine römische Kolonie namens Barcino war. Dann, zwischen 1250 und 1350, hat Pérez Segundo el Gran, Graf von Barcelona, diese erbaut. Später, zwischen 1350 und 1500, hat der Konzil von Hunderten, Concil de Cent, welcher über die Stadt regiert hat, die Mauern erweitert und verstärkt, ebenso wie diese Stadt, welche zu Raval wurde. Also blieb es bis zum 19. Jahrhundert, als das Bevölkerungswachstum das Leben innerhalb der Mauern untragbar machte. Also haben sie zerstört. Raval ist eine Nachbarschaft mit einer langen Geschichte. Jetzt, da eine Menge von Kulturen miteinander hier leben, ist es eine der internationalsten und multikulturellsten Nachbarschaften Barcelonas. De donde eres? Where are you from? Somos de aquí mismo. I'm from Lebanon, Beirut. Y soy Bangladesh. Beirut, Lebanon. ¿Y dónde vives? Barcelona. ¿En qué barrio? Raval. Parece que todavía los turistas no han inundado, pero sí mucha gente de fuera. En el barrio lo que nos gusta en principio es la armonía que puede existir entre varias culturas y que hay una abertura hacia ella. People are very nice. Dieser Stadtteil grenzt an eines der bekanntesten und meistbesuchten Plätze von Barcelona, Las Ramblas. Diese Straße, welche nun voller Touristen und Souvenirkiosks ist, war zum Ende des 18. Jahrhunderts die Hauptstraße der Stadt. Der Nervpunkt dieser Nachbarschaft ist Rambla de Raval. Diese Zone ist umgeben von Restaurants. Hier kannst du das Filmarchiv von Catalunya finden und den Gato de Raval von Botero, welches das Symbol von Raval geworden ist. Andere beliebte Straßen in Raval sind Carrer dels Tallers, wo viele Musikläden sind mit Musikinstrumenten und Vintage-Kleidung. Oder Joaquín Costa, ein anderer Standpunkt mit Bars und Lokalen. Und um essen zu gehen? I would recommend my restaurant. It's called Teddy's. And it's sandwiches para llevar. I would also recommend the Rosa del Raval. It's a nice Mexican place and they have nice mojitos and margaritas. I like it as well. Hay tienda mucho sabe. Shopping is fun. De compras, un sitio estupendo que hay. You can find very good prices for everything. Está aquí, en la calle está aquí arriba, justo en la esquina. Prices are lower than the rest of Barcelona. Bueno, no me puedo no acordar del número de las calles. Pero bueno, está aquí al lado, ¿no? Cuando quieres algo en compras, ven aquí. Die Straßen dieser Nachbarschaft sind voller Geschichten und Erzählungen. Einige dieser Plätze, in denen man das spürt, sind Carrer del Carmen und Carrer del Hospital. Da ist Jardins de Rubio y Uch. Es ist eine Straße, die unbekannt ist, ein Besuch jedoch auf jeden Fall wert ist. Ein anderer Ort, der dich interessieren könnte, ist Carrer les Ramelles. Mit einem merkwürdigen Loch in der Wand, der von Vorbeigehenden nicht wahrgenommen wird. Es ist der Torno de los Huérfanos, Drehscheibe der Waisen. Eine Drehscheibe, in dem Mütter ihre Neugeborenen abgaben, wenn sie selbst nicht aufziehen konnten und einen Hebel umlegten, welcher die Drehscheibe in Bewegung brachte und das Kind in Casa de la Misericordia, Haus der Gnade, übergab. Das Baby wurde dann von Nonnen aufgezogen. Es wurde fast 400 Jahre betrieben, bis zum 20. Jahrhundert. Ein anderer sehenswerter Ort ist das Kloster von San Paul de Camp oder zu Deutsch San Paul der Felder, welcher einst in ländlicher Umgebung war. Es war einst eines der ersten Gebäude, die später als Raval bekannt wurden. Es un barrio que ha ido cambiando mucho a través de los años, ¿no? Desde que está el Magba y posterior, digamos. Y bien, está bien, hay buen ambiente. Magba, Barcelonas zeitgenössisches Kunstmuseum, ein Ort, den man sich merken sollte mit einem Platz voller Skater. Andere symbolische und unverzichtbare Gebäude sind, nicht nur dieser Nachbarschaft, sondern von ganz Barcelona, CCCB, zeitgenössisches Kulturzentrum von Barcelona, Liceo, Canalatas, Palau Güell, das Maritimo Museum, der Anlegeplatz und der Boqueria Markt.
Wenn du in deinem Apartment frisches Essen machen willst, wirst du hier mehr als 300 Stände dafür finden. Es ist der größte Marktplatz von Katalonien. Er bietet die vielfältigste Auswahl an Essen an und ist der meistbesuchte Markt. Ein unverzichtbarer Ort in Barcelona ist das Columbus Monument, welcher 1888 für die universelle Ausstellung von Barcelona erbaut wurde. Innen ist ein Aufzug, der dich die Aussicht genießen lässt. And yeah, Raval is nice. I'd like to live here. Noch was. Wir sind direkt hier. Wenn du nach Barcelona kommst, kontaktiere und erzähle uns, was du brauchst. Wir kennen die besten Aufenthaltsorte für dich. Wir haben ein internationales Team, das dir in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Spanisch oder Katalanisch helfen wird. Wenn du dich für uns entscheidest, hast du Zugang zu einer 24-Stunden-Hilfe-Hotline. Wir sind OK Wohnung Barcelona. Die Barcelona-Spezialisten.